Hallo, ich bin Martin von D20 Sounds und ich bin heute Abend ziemlich aufgeregt. Zum einen, weil ich euch gleich den Song Come to Camorhen zeigen möchte und total gespannt bin, wie ihr ihn findet. Zum anderen, weil jetzt so ein Punkt erreicht ist, wo ich wirklich echt viel gearbeitet habe, schon eine ganze Weile, auf den alles zugelaufen ist und ich möchte das jetzt auch einfach in die Welt schicken. Und das ist, finde ich, sehr spannend. Ich möchte euch aber vorher ein bisschen erzählen, wie ich an den Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt bin. Vor ein paar Monaten habe ich den Trailer gesehen zu The Witcher, zur zweiten Staffel. Und seitdem ist es irgendwie immer in meinem Kopf rumgespukt. Und ich finde die Musik zu Witcher sehr cool. Ich habe auch für den Flo und überhaupt für die Community mal so einen Song gemacht, der in dem Style ist, so ein bisschen. Der ist auch sehr gut angekommen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich stehe selbst auch total auf die Musik von The Witcher. Ich habe das Spiel gespielt, ich glaube 3-4 Mal durch, was bei meiner wenigen Zeit, die ich so zur Verfügung habe, wirklich außergewöhnlich ist. Ich genieße die Musik. Ich kann mir die sogar anhören, wenn ich Autoradio anhabe zum Beispiel. Dann lasse ich oft irgendwie die Musik laufen. Ich finde, die hat eine ganz besondere Ästhetik. Und als dann die erste Staffel rauskam schon, dachte ich mir, Mann, was für ein cooles Ding, was für eine coole Besetzung. Was haben die sich da Tolles überlegt? Irgendwie so ähnlich hat man sich es ja auch vielleicht aufgrund des Computerspiels oder der Bücher vorgestellt. Das hat immer weiter in meinem Kopf rotiert und irgendwann habe ich gedacht, ja, es wäre doch cool, irgendwie einen Song zu schreiben, irgendwie Musik zu machen. Dass sie mich bei The Witcher natürlich nicht gleich haben wollen, als, ich sag mal, vergleichsweise unbekannter Komponist, jetzt unabhängig davon, was ich vielleicht kann oder nicht kann, ist ja auch klar. Ich habe da keine Connections zu. Ich hätte das gerne gemacht, wenn die mich gefragt hätten, hätte ich Hurra geschrien und wahrscheinlich sogar versucht, es irgendwie, wobei das Blödsinn ist, umsonst zu machen. Aber das bringt ja nichts. Es geht ja nicht ums Geld verdienen, sondern es geht um eine Leidenschaft. Und so habe ich hin und her überlegt und irgendwann kam mir die Idee, ja, ich mache dazu einen Song. Und dann habe ich mir nochmal den Trailer angeguckt und nochmal und irgendwie ist dann dieses Camorhen für mich so ins Zentrum gerutscht irgendwie. Das war so, dass ich gedacht habe, ja, irgendwie ist das für mich zentral. Ich weiß nicht, ob das in der Serie so sein wird, aber ich bin gespannt, ob es so sein wird. Und ich hoffe es natürlich auch, weil ich den Ort sehr spannend finde. In Witcher 3 hat er ja auch eine größere Rolle gespielt. Also habe ich beschlossen, irgendwas zu Camorhen zu machen. Und dann habe ich überlegt, was das sein könnte. Habe alles Mögliche probiert. Und dann dachte ich mir, ja, es ist doch ein Platz, wo die Leute, die Witcher sind, die Menschen oder die Mutanten, irgendwann mal zur Ruhe kommen können auch. Wo sie nicht bespuckt werden, wo sie nicht beschissen werden, wo sie nicht um ihr Geld betrogen werden, sondern wo sie unter mehr oder weniger Gleichgesinnten oder Leute mit dem gleichen Schicksal zusammen sind, mit ihrem Ausbilder, wo sie zusammen vielleicht ein bisschen Ruhe finden können vor dem, was sie sonst in der übrigen Welt nicht haben. Da haben sie die Kämpfe gegen irgendwelche Monster, dann müssen sie sich beschimpfen lassen oder sonst irgendwas. Das ist ein anderer Ort, da gelten andere Regeln. Und so kam ich dann auch zu dieser Textzeile irgendwie, come to Camorhen, come to find your peace. Oder come to find your rest. Also kommt hier hin, um eure Ruhe zu finden. Und so war es halt. So kam ich darauf und dann habe ich überlegt, wie kann ich das machen. Und dann habe ich gedacht, es ist toll. Ich spiele zwar viele Instrumente, beziehungsweise ich kann auf meinem Synthesizer mit meinen Programmen, die ich habe, viele Instrumente ähnlich machen, aber es wäre toll, wenn ich auch ein paar Leute hätte, die Spaß dran haben, aus der Community irgendwas dazuzugeben und habe das dann in der Community gestreut. Und es sind tatsächlich ein paar Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, ja, ich mache was. Und das ist das Erste, was ich tun möchte. Ich möchte euch danken. Ich möchte euch danken, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr daraus sowas Tolles gemacht habt. Denn ich finde, es ist ein tolles Produkt. Also, ja. Und jetzt will ich nicht mehr lange rumfackeln. Ich möchte nur eine Sache generell sagen. Leute, wenn euch irgendwelcher Content gefällt, ob das jetzt meiner ist oder irgendjemand anderen, der von jemand anderem, dann
teilt das, liked das oder am besten kommentiert das. Denn das hilft uns wirklich total weiter, um unsere Reichweite zu steigern. Das heißt, dass andere Leute die Sachen sehen können. Und ich glaube, dass viel von dem, was wir hier in der Gruppe, ob das jetzt bei Hitdice, bei Lurch und Lama oder bei den anderen Leuten, die hier mich unterstützt haben, indem sie gesagt haben, Martin von den 20. macht das, schaut euch das an. Ja, viel toller Content ist dabei. Guckt euch das an und guckt es nicht einfach, nehmt es nicht nur hin als gegeben, sondern schreibt ein Wort drunter, schreibt cool drunter oder schreibt drunter doof. Es ist völlig egal. Ein Kommentar ist das Wichtigste für die Algorithmen, um zu zeigen, ja, irgendjemandem gefällt es. Und dann wird es mehr Leuten gezeigt. Und das wäre für uns wirklich das Größte. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Video bzw. der Song euch so gut gefällt, dass ihr das auch macht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Und kleine Sache noch. Am Ende gibt es noch einen Schmankerl. Bitte bleibt bis zum Ende dran, weil ich möchte nicht zu viel versprechen, möchte auch nicht zu viel verraten, aber es gibt zum Schluss noch ein kleines Bonbon. Macht's gut, viel Spaß mit dem Song. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr uns unterstützt. Ciao, euer Martin. To go to, no peace to find. Stones are thrown at yellow eyes, no place to hide. Heroic deeds have earned the gold, they push the night away. These heroes are not treated well, and some refuse to pay. Secret ways are seldom found, illusions turn aside. Those wanderers that try to reach that magic side. Come to Caremore and come to heroes. That onwards have torn, this place is out of bounds. Come to Caremore and rest your weary bones. This place is full of stories told to ancient stones. Over all monsters slain, you're standing cold and lonely in the pouring rain. When your soul is rough and weary, and you need to heal away from all the slaughter with silver and with steel. You must follow hidden paths and high up mountain ways. Ignore traps and dangers to find that secret place.